Und wir sind doch wieder zurück mit Let's Play Pokémon Kristall. Immer noch in der Arena von Anemonia City. Und mit Stecken, das ist glaube ich die einzige Arena. Nein, nicht die einzige, es gibt noch eine weitere, die mal eine VM benötigt, um weiterzukommen. Einfach so, mit dem letzten Part in der Anemonia City Suicune getroffen und hat noch einen schönen Kampf gegen Yusin oder Eusin, wie man ihn auch immer nennen möchte, gehabt. Und es kann gut sein, dass wir in diesem Part sogar zwei Arena-Orten verdienen können, denn sobald wir eben den Geheimtrank an Jasmin übergeben haben, wird sie auch schon als Arena-Leiterin zur Verfügung stehen in ihrer Arena. Und das Einzige, sie hat, soviel ich weiß, nämlich keine Trainer, die bei der Arena stehen. Das heißt, wir werden in diesem Part höchstwahrscheinlich zwei Arena-Leiterkämpfe hinter uns haben. Einmal gegen Hartwig und seine Kampf-Pokémon und dann einmal gegen Jasmin und ihre Stahl-Pokémon. Das hat man sonst nie. Zwei Arena-Orten in einem Part. Aber dafür ist die 7. und die 8. ein bisschen länger entfernt. Vor allem die 7. wird dann wieder ein bisschen witzig werden. Und die 8. auf jeden Fall. Je nachdem, wie gut es dann vorangeht. Und wenn ich bis dann mein Cousilla zu Rosanne entwickelt habe und dann eben Konfusion und Psychokinese noch hat, zu seinen Eisattacken sind wir auf jeden Fall auch gegen die 8. Arena gut gewappnet. Denn die wird nicht die einfachste sein, aber auch nicht die allerschwerste. Also wir sind auf jeden Fall gut. Für die 7. haben wir auch noch einen Plan. Wobei ich dann wahrscheinlich noch eins noch zur Unterstützung herholen müsste. Wir werden es dann selber sehen, was es dann ist. Aber ich kann schon sagen, also die 7. Arena wird auf jeden Fall eine Eisarena sein. Und die 8. Die wird auf jeden Fall noch ein bisschen spezieller sein. Denn die Arena-Leiterin ist sozusagen eine der, oder sagen wir mal so, ein ehemaliges Top 4 Mitglied ihre Schwester. Was ist das bisher geschafft? Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Da, jetzt hast du dich erschreckt. Wie? Es hat nichts mit deinem Pokémon zu tun? Stimmt, das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Und Hartwig hat nur zwei Pokémon. Also einmal ein Rasauf und dann noch sein Signature-Pokémon, sein Quappo. Die sollten für uns keine Herausforderung darstellen. Wir haben auf jeden Fall unser Batwoman auf unserer Seite. Rasauf könnte noch einfach werden, aber ich glaube Quappo schon eher nicht mehr. Je nachdem, ob es eben überlebt. Also es könnte sein, dass wir das sogar einfach schaffen, je nachdem, wie gut wir gegen Quappo durchkommen. Wenn es wandert ist, dann ist die Arena innerhalb von 30 Sekunden down. Aber es ist nicht der Fall. Und es will mich jetzt mit Hypnose trollen. Weil normalerweise hat es auch noch eine andere Attacke. Und so nämlich seine spezielle Attacke, also Wuchtschlag. Aber die scheint es gerade nicht einsetzen zu wollen. Es will mich mit Surfer und Dingen spawnen. Aber es hat ihn jetzt gebracht, also die Arena innerhalb von einer Minute weg. Im Endeffekt hat man ein X-Bad, ist diese Arena einfach nur ein Witz. MVP X-Bad regelt das. Hä? Ich hab verloren? Wie wär's damit? Du bist des Faustortens würdig. Also wir haben den Faustorten erobert. Und der nächste Orten gehört uns auch schon so gut. Und ich muss halt nur ein bisschen die Pokémon vorbereiten. Durch den Faustorten gehorchen die alle Pokémon bis Level 70. Das gilt auch für Getauschte.
Außerdem können deine Pokémon fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. Dann kriegen wir jetzt noch die TM01. Das ist Wortschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt es den Gegner todsicher. Tut mir leid, dass ich gerade für ein paar Minuten nichts mehr gelabert habe. Ich wurde wieder abgelenkt. Die haben einfach immer wieder das Bedürfnis, immer dann reinzuschneiden, wenn es nicht passt. Und das wird sich wahrscheinlich in den ganzen Jahren nicht mehr ändern. So, dann holen wir jetzt nochmal Dingens ab. Die VM. Dazu muss jetzt halt mal mein VM-Skabel kurz weg, damit ich mal mein Taubsi herholen kann, wegen Fliegen. Dann geben wir noch den Geheimtrank ab und dann ist eigentlich auch schon Jasmin soweit. Aber da werde ich jetzt dann einen kurzen technischen Schnitt setzen. Weil ich erstmal meine Pokémon ausgiebig trainieren möchte. So, und jetzt gib einfach Fliegen her. Was? Das ist der Ort in der Pokémon Arena von Amnemonia City? Dann sollte diese VM gehören. Von ihr kriegt mit Semmech die VM02. Bring dein Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut, so er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Das sagt genau die Ehefrau. Naja, dann haben wir das jetzt auch erledigt. So, dann machen wir jetzt das nochmal. Wir geben den Trank noch rüber und dann kann ich den Schnitt setzen. Könnt's auch Batwoman beibringen, aber der hat schon Flügelschlag. Weil ich brauche dann gleich noch einen Platz für Horrorblick demnächst mal. Was dann höchstwahrscheinlich endet, gab wahrscheinlich durch Konfusstrahl ersetzt wird, weil Anziehung behalte ich bis zum Ende. Auf Verwirrung setze ich nicht mal zu gerne. So, damit ist es auf jeden Fall auch möglich, in jede Stadt zurückzufliegen, in der wir schon einmal waren. Jetzt kann ich auch bessere Vorbereitungen treffen. Wie zum Beispiel Aprikokos abgeben. Und das weiter. Und Holger, was willst du jetzt von mir? War mir jetzt nicht klar. Wahrscheinlich muss ich das eh mal bearbeiten, das Video. Weil das wird sowieso ein Zweiteiler für mich sein. Weil das Level, das würde ich dann auf jeden Fall off-cam erledigen. Und dann kann ich off-cam auch noch einige Sachen erledigen, wie zum Beispiel die Aprikokos. Dann würde ich mal sagen, dass ich auf jeden Fall mal vorerst mal so weit fertig bin. Ich glaube nicht, dass ich heute noch den zweiten Kampf machen kann. Weiß ja nicht, wie lange mir das Training an Zeit frisst, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Wird dieser Arzt einem Amphi helfen? Denke schon. Sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Amphi, wie geht es dir? Hallo, Palovu! Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich gehe in die Pokémon Arena zurück. So. Wir könnten sie sogar jetzt schon herausfordern. Zwei ihrer Pokémon könnte ich auf jeden Fall mit Leichtigkeit schlagen. Das dritte könnte mir ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Deswegen werde ich es auch ein bisschen vorleveln. Also mal alle Pokémon, die unter 25 sind, auf 25 anheben lassen.
Naja, aber das braucht jetzt alle nicht zu Semi sein und sondern einfach vor der Pokémon Arena weiter, sobald ich alles erledigt habe. Weil ich will jetzt noch ein paar Aprikokos einsammeln und noch wieder mal ein paar Bälle herstellen. Auf jeden Fall dann bis gleich. Okay, fragt euch das bestimmt, wo wir jetzt da gerade sind. Ja, ich wollte nur einmal da die Kaufhaus-Aktion noch einmal zeigen, die jetzt gerade mal per Zufall, als ich gerade gelevelt hat, stattgefunden haben. So, können wir jetzt bei diesem Typen hier ein paar spezielle Items kaufen. Und das sogar noch viel billiger als sonst. Zum Beispiel hier Pokébälle für 150 Poké-Dollar. Ein Superball für 500 Poké-Dollar. Ein Supertrank für 500 Poké-Dollar. Oder vor allem, was ich hier unbedingt haben möchte, die Hyperheile für 500 Poké-Dollar. Nehmen wir jetzt gerade mal 10 Stück für den Anfang. Dann hätten wir ein Beleber für 1200. Da hole ich jetzt noch 4 Stück. Da habe ich, glaube ich, jetzt muss ich mal schauen. Ein paar Supertränke nehme ich noch 5. Und so. Pokébälle und Superbälle braucht man eigentlich nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall mal die Kaufhaus-Aktion. Jedenfalls einfach mal so stattfand man per Zufall. Ich war jetzt eigentlich am Leveln. Ja gut, jetzt habe ich 14 Hyperheiler, aber egal. Gut, ich glaube, ich kaufe mir noch 2 Supertränke und 4 Beleber und dann reicht das auch mal vorerst. Weil, wenn man das nutzen kann, dann sollte man das auch nutzen. Da kann ich noch 6 dazu kaufen. Ja, sieht jetzt aus, als sollte ich das Geld hier alles zum Fenster rausschmeißen, aber so billig kriegst du das auf jeden Fall nicht. Ja, das ist auch, glaube ich, auch alles. Was sonst gibt es, glaube ich, nichts. Ja, es ist einfach so eine Aktion, da kriegst du einfach alles billig. Und ansonsten gibt es hier eigentlich gar nichts mehr. Also da habe ich alles gezeigt, was ich gezeigt hatte. Und es gibt wieder einen technischen Schnitt. Also bis gleich. Thank you.
nach diversen Vorbereitungen sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Nun werden wir jetzt noch die Arena angehen und ich sehe hier keine Trainer. Also wir können uns gleich schon um die Arena-Leiterin kümmern und mein Team ist jetzt auch wieder vorbereitet und wir werden natürlich mit Iglavar leiden. Und ich denke, ich werde wahrscheinlich den auch beim Signature-Pokémon verwenden. Vorausgesetzt, sie besitzt nicht gerade Erdbeben auf dem. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaubt mir, mich vorzustellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, eine Arena-Leiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon mal gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Also wir sollten eigentlich mit ihr keine großen Probleme haben. Halt, ihr Signature-Pokémon könnte doch eine Gefahr darstellen. Wenn dann man merkt, dass sie Magnetilo schon auf Level 30 besitzt. Magnetilo sind ja etwas kein Problem. Aber das Stalos, was sie hat, das könnte Ärger bedeuten. Und wenn er dann gleich auch noch mit Donnerwelle kommt, dann sollte mir das lieber gerade direkt einlassen, weil ich habe keine Lust, dass mich die ganze Zeit damit behindert. Und dann kommt sie natürlich mit Gemeintaktik dann gleich auch noch Superschall hinterher zu schmeißen, in der Hoffnung, mich dann auch noch zu verwehren. Was bei ihr jetzt leider nicht funktioniert hat. Ja, und das Stalos, das ist auf jeden Fall ihr stärkstes Pokémon. Wir haben zwar noch zu Nord noch ein Stendu, was wir benutzen können, also es sollte jetzt doch eine Strecke reißen. Und Stalos hat jetzt, so viel ich weiß, glaub, also auf jeden Fall Stahl, aber jetzt weiß ich nicht, entweder Boden oder Gestein noch zusätzlich. Wenn es jetzt noch Gestein als Zusatz hat, dann machen wir auf jeden Fall mit Schaufel den vierfachen Schaden. Und wenn sie schon mit solchen Pokémon kommt, ach du meine Güte. Und das macht so gut wie gar nichts. Okay, das war's auf jeden Fall. Dann gehe ich mal davon aus, dass es nur rein... also Boden und Stahl ist. Also müssen wir schon leider auf... auf unser Storm... Entschuldigung, es ist ja noch kein Stormy offen und schauen, ob wir damit irgendwas anrichten können. Aber dass sie gerade uns so viele Probleme bereiten kann, ist jetzt nicht gerade schön. Also ich habe auf jeden Fall die physische Verteidigung von Stalos total unterschätzt. Aber dafür ist seine Spezialverteidigung nicht gerade sehr erfolgreich. So, jetzt... natürlich übernehmen wir das nicht, das ist klar. Aber ich habe auf jeden Fall einen Plan. So, ich hol dich jetzt mal kurz rein. Und wir haben ja vom letzten Aktion noch ein paar Beleber eingekauft. Ich muss jetzt nur so lange durchhalten, dass es da liegt, könnte es schaffen. Aber das mit Eisenschweif gerade kommt, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ja gut, zu Eisenschweif kann man auch noch dazu erwähnen, dass das auch nicht immer trifft. Und das jetzt einzuwechseln ist auf jeden Fall nicht schlau. Aber was wir machen könnten, ist zum Beispiel versuchen, ihn einzuschläfen. Und dann auch hoffen, dass er lange genug schläft. Das ist jetzt halt ein Risiko. Dass ich jetzt eingehen muss. Ja, und es funktioniert. Und das war's für ihn. Auf jeden Fall gegen Stalos greift die BE speziell an. Ja, da habt ihr mehr Chancen, weil physisch seine Verteidigung ist einfach wie eine Wand. Eine unüberwindbare Mauer, die einfach nicht überwindbar ist. Ja gut, aber der war auch 10 Level drüber. Aber das Gefühl ist seine spezielle Verteidigung wirklich gerade
da was von 0 nichtig. So, und für das zweite Magnetilo sollte jetzt auch Igelava reichen. Hoffentlich. Je nachdem, was er gerade vorhat. Okay, versuch mich mit Donnerblitz zu spawnen. War eigentlich auch klar. Egal. Weil ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass er vielleicht versuchen würde, mich wieder zu verwirren, aber er ist auf jeden Fall schlau. Aber es ist jetzt eigentlich egal, Miguel, aber der braucht ja nicht Zuneigung. Und wir haben jetzt gerade die Arena-Leiterin wieder brutal verarscht. Mit dem Flinch Hex oder wie es auch immer genau heißt. Also wir haben sozusagen geflincht. Bist ein besserer Trainer als ich? Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. Übereinstimmend mit den Regeln der Liga überreicht dir diesen Orden. Ja, und damit haben wir jetzt in einem Part zwei Arena-Leiter besiegt. Einmal Hartwig und dann einmal Jasmin. Und das hier, die Verteilung deiner Pokémon. Bitte nimm auch das. Und wir kriegen jetzt auch noch von ihr TM 23, was nämlich Eisenschweif beinhaltet. Mit diesem TM kannst du dein Pokémon Eisenschweif lehren. Also wenn wir wollen, könnten wir es beibringen. Es ist auf jeden Fall eine starke Stahlattacke, aber wie schon gesagt, halt nicht so treffsicher. Und kann auch den Verteidigungswert des Gegners senken. Und wir könnten zum Beispiel auch an unserem Evoli beibringen oder sogar an Igelava. Es ist nur die Frage, ob ich es an irgendeinen der beiden beibringen möchte oder nicht. Vorausgesetzt, wenn Stahl noch irgendeinen Vorteil hätte. Naja, dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Und bevor wir dann zur nächsten Arena rüberwandern, werden wir jetzt mal ein paar kleine Backtrackings machen. Wir haben nämlich bei den Alfruinen noch ein bisschen was zu erledigen, dann auf Route 34 noch ein paar, das habe ich jetzt mal ausgelassen. Und dann noch der Einheitstunnel. Wäre ja auch noch da. Aber da schaue ich bei dem Einheitstunnel, dass ich vielleicht an einem Freitag mal hingehen könnte, damit ich auch das spezielle Pokémon zeigen kann, was dort haust. Und wir haben jetzt gerade leider Donnerstag. Also würde ich mal eher davon ausgehen, wir würden den Einheitstunnel wahrscheinlich angehen. Muss ich nur schauen, was von dem Pokémon ich am wenigsten brauche. Weil da werde ich auf jeden Fall auf eine VM zurückgreifen müssen. Oder sogar an zwei VM-Sklaven. Naja, aber ich fliege jetzt erstmal hin und wir schauen dann, was wir zuerst tun würden. Aber ich verabschiede mich jetzt auch, weil das müsst ihr jetzt nicht sehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo auch immer. Wie dann genau sind. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Part. Ciao.